Tagchen, ihr Lieben. Jetzt sind die Jungfrauen dran. Jungfrauen, ja. Löwe hatte ich jetzt eben, klar. Also, nicht wundern, ich hab... Oh nee, ey. Was hab ich denn hier? Das sehe ich ja jetzt erst. Oh, da habe ich wohl ein bisschen gekleckert. Also, die ersten drei Legungen müsste ich noch ordentlich sauber gesessen haben und dann war ich mit meinem Sohn unterwegs, ja. Dann haben wir ein bisschen schnabuliert. Ich bitte, dies zu entschuldigen. Es geht ja aber auch jetzt, liebe Jungfrau, um deine Kartenenergie ab oder für den Restmonat Mai auswärts oder rauswärts oder vorwärts, wohin auch immer. Ich werde die psychologischen Karten nehmen, die Gefühlskarten. Es kann sich um Liebe handeln, Freundschaft, Familie, passt ja auch immer alles ganz gut rein. Finanziell eher nur das Tarot bedenken, obwohl es sein kann, aber ich werde es dann ankündigen, ja. Ich werde jetzt erstmal für dich, liebe Jungfrau oder Aszendent, Mond, Sonnenzeichen, logischerweise Sonnenzeichen, Jungfrau, Geborene, Crosswatcher oder Venus, für wen auch immer ihr guckt, die erste Reihe stellst du für mich da. Die untere Reihe, die danach kommt, ist dann dein zweiter Part, dein gegenüberliegender Mensch, für den du guckst oder die Situation. Zuerst lasse ich für dich eine Karte fallen. Wo hapert es? Bei den Pfoten meines Hundes, der liegt da. Wir haben, oh, ein Traum wird wahr. Oh, danke, Luis. Selbstbefangenheit. Oh, ein Traum wird wahr und Selbstbefangenheit. Ja, klingt eigentlich sehr einleuchtend. Raus da, ne? Raus, damit der Traum wahr werden kann. Eine Selbstbefangenheit. Könnte auch immer für mich stehen, dass man weltoffener werden muss. Nicht nur auf sich selbst gucken. Das können auch alles so Fehlerchen sein, wo man sich dann wirklich verrennt. Wo man sich einfach selbst gefangen hat in Sachen Überliebe, also schon arrogante Selbstliebe, was ich euch jetzt nicht sagen will, aber dass ihr euch so öfter mal getäuscht habt in eurem Sein, dass ihr vielleicht oftmals zu euch selbst gesagt habt, ach, bei mir ist alles okay, aber dabei war gar nichts okay und ihr habt nach außen trotzdem noch diesen Strahlemann verkörpert, der euch vielleicht auch zum Traum dahin blockiert haben könnte, ja, wenn man sich selbst was vormacht. Oder auch eine Beziehung zu lange gelebt, weitergelebt, wo man weiß, im Grunde genommen ist es nichts fürs Leben. Das ist alles so Selbstbefangenheit, ja. Und dem anderen, das kommt schon sehr nah, dass ihr in einer Beziehung wart, wo ihr wirklich nur noch euch gesehen habt. Oder momentan ist der Zustand so, dass man nur noch dich und dein Gegenüber, ihr wart irgendwie so ein Couple, was magnetenhaft war, ja. Denn deinem Gegenüber wird geraten, auf andere zuzugehen. Das ist so die Energie, was man vielleicht nicht durfte, was man vielleicht nicht gemacht hat, weil ihr zusammen geklebt habt, geklettet habt. So, tarotmäßig deine Energie, beziehungsweise was... Mein Kind ruft mich. Was kam da zustande oder was soll dir so auf dem Weg helfen? Ich komme gleich, Maus, ja? Ich wollte nur fragen, ob ich runter kann. Nee, fürs ganze Jahr nicht mehr. Wo willst du hin? Ach so, ja klar. So, das passt auch gut. Zum Traum wird wahr. Du kriegst die Narrenkarte. Du fängst einen neuen Weg an, beziehungsweise es liegt jetzt auch schon hier, dass du einen neuen Weg anfangen wirst. Du wirst und musst das Alte hinter dir lassen, ja? Wo geht denn die Reise hin? Welche Komplikationen sollst du denn auflösen? Welche Sachen wirst du neu erlernen? Es war wahrscheinlich eine rumsige Beziehung, liebe Jungfrau, oder eine rumsige Art des Kontaktes, Kommunikation mit deinem Gegenüber, sehr viel Abwehr. Viel persönlich genommen, Selbstbefangenheit liegt auch hier drin, ja. Dieses Abwehren, wo vielleicht nichts zum Abwehren war, aber es waren so viele andere Dinge in deinem Kopf oder in deiner Gefühlswelt vorhanden, die dich einfach nicht mehr klar haben denken lassen. Das kann auch sein, dass du gezwungen wurdest, durch diese Abwehr jetzt deinen neuen Weg zu gehen. Aber dann soll es so sein, liebe Jungfrau.
So, nochmal umgedreht. Es wird auf dem Weg der Narrenreise tatsächlich wieder so ein, für mich ist das nicht eine großartig megamäßige Gefühlskarte, aber es könnte was Großes werden. Das ist so auf dem Weg, sich den Gefühlen zu stellen als Ritter der Kelche und wirklich das, was du jetzt machst, wird dem anderen geraten, bei dem sind wir noch nicht, aber du als Ritter der Kelche, ob männlich oder weiblich, wirst aufgefordert dazu, wirklich offener zu sein. Flirten, ich habe jetzt gerade überlegt, soll man flirten sagen, aber es war hier so eine Art rumsige Zusammenwiedervereinigung. Wenn es keine Partnerschaft ist, dann ist es eine Familie, die nicht auseinandergehen könnte, so blutsverwandt. Freundschaftlich eine langjährige Beziehung. Aber es ist hier nichts zwischen euch, was mal kurz war und auch wirklich nur kurz gehalten hat, sondern das war hier eine Beziehung, die wirklich sehr lange war. Und deswegen wird ihr auch so mit angezeigt, liebe Jungfrau, nicht testen. Das klingt böse, aber du sollst so ein bisschen raus, so ein bisschen den Wert anderer schätzen. Ja, nicht irgendwie Versprechungen machen oder so, aber du sollst raus. Du sollst mit deiner Gefühlswelt so ein bisschen spielen. Ritter der Kelche ist ein bisschen spielerisch. Wenn ihm was nicht gefällt, dann sucht er sich die nächste Ecke. Aber ohne Leute zu verletzen. Du sollst ruhig durch deinen neuen Narrenweg jetzt auch mal so andere Sachen probieren, sehen, kosten, wie man das so sagen will. Ja, auf jeden Fall ist es eine sehr abenteuerhafte Energie bei dir gerade. Wirklich was Neues. So aus deinem Selbstgefangenen wirklich so raus. Ja, alles fließen zu lassen. Wir gucken mal bei deinem Gegenüber. Wie sieht es da aus? Es scheint ein sehr schwer beschäftigter Mensch gewesen zu sein. Sehr kreativ oder wirklich workaholic. Und es liegt aktuell auch wirklich noch hier, dass er sich in Arbeit so reinstürzt. Ja? Also das Ganze so versucht zu vergessen mit Arbeit, mit Projekten, mit anderen großen Sachen. Also es ist auf jeden Fall ein arbeitswilliges Tier dein Gegenüber. Und ja, Leichtigkeit wäre schön, ist immer schön, aber es ist hier ein arbeitswilliger Mensch mit einem inneren Kind-Problem, dessen ist eben nicht die Leichtigkeit zu besitzen. Hier ist jemand, der so ein bisschen vielleicht Eigenarten an sich hat, die du noch nie verstanden hast, vielleicht auch versucht, ihm beizubringen oder ihr beizubringen. Komm doch mal aus deiner Komfortzone, hast du aber bei deinem Gegenüber hier nicht geschafft oder die gegenüberliegende Person sucht die Leichtigkeit noch, ist aber dafür hoch im Arbeitskurs, ja. Nur leichter wird es da auch nicht. Das ist auch so ein auf andere eingehen als Glückkarte, das muss hier auf jeden Fall passieren. Denn wahrscheinlich hat die unten liegende Person immer gedacht, alle kommen auf diesen Menschen, diese Frau, diesen Mann zu. Aber das wird ihm hier wahrscheinlich auch genommen. Denn ich sehe wirklich die Schwere. Was könnte noch das Problem gewesen sein? Also die Zeiteinteilung. Ihr habt euch eigentlich beide hier selbst gefangen. Ja, ist ganz klar. Die Zeiteinteilung. Hier unten ist jemand, der wirklich sehr viel Zeit investiert für Hobbys, für Finanzen, kreatives Beruf. Aber nicht für sich selbst, auch nicht für eine Beziehung und auch nicht für andere. Deswegen wahrscheinlich eine Kartenlegung, die wirklich so münzlastig hier aufgebaut ist. Natürlich steht die auch für neue Sachen anfangen, aber neue Sachen anfangen und hier wieder enden und ist keine Leichtigkeit. Es geht ja wirklich um die Gefühlswelt und das ist einfach zu viel vorgenommen, zu überarbeitet. Eine Leichtigkeit ist als Schwere hier zu erkennen und umsonst ist auch nicht diese Karte gefallen, dass man diesem Menschen ansagt, du musst auf andere zugehen. Ansonsten wird das nichts mit der nebenbei schöneren Zeit, es gilt nicht nur arbeiten oder sich darstellen als etwas oder
ein Projekt leiten, wo kein Mensch mehr mit diesen Menschen Zeit verbringen darf, weil erstmal die Arbeitszeiten, Projekte stimmen müssen. Klar, man hat viel Druck in der heutigen Zeit, aber dadurch scheint sehr viel weggekracht zu sein, sodass man sehr wenig von diesen Menschen an Charakterzügen genießen durfte, wo du dich dann wirklich selbst befangen, selbst gefangen hast. Was haben wir noch? Dieser Mensch, also wirklich zu viel Zeit investiert in anderes, nur nicht in dich. Aber für dich ist der Narrenweg sehr gut, lieber Löwe. Warum sage ich lieber Löwe? Wir sind bei Jungfrau, oder? Entschuldigung. Warum komme ich jetzt auf Löwe? Jungfrau. Ja, für ihn wird das Ende hier angezeigt. Also es wird auch lange nicht mehr gut gehen. Natürlich kann es jetzt auch noch das Jahr oder nächstes Jahr beinhalten, sage ich ganz realistisch. Aber bei diesem Menschen, der euch ja eigentlich nicht mehr kümmern sollte, es sei denn familiär oder freundschaftlich, habt ihr Interesse und wollt das natürlich aus voller Stärke und Liebe, dann wird hier ein Neuanfang kommen, ja? Ich hoffe nicht, dass das, was es darstellt. Das ist so die Endkarte von diesem Gegenüber bei dir, liebe Jungfrau. Da wird was kommen. Also es wird für diesen Menschen nicht so bleiben, dass man sich wirklich versteckt, verstrickt, sich nur den Selbstwert holt in Arbeit, in Großes. Ja? Man empfindet sich einfach nur so als Dasein, als ja, nur gewertschätzt, wenn man hier große Sachen macht, viel arbeitet, mehr als üblich liefert, so, ja, da kriegt man die Anerkennung, aber dieser Mensch hat irgendwie Feinfühligkeit hier komplett irgendwie vergessen. Und deswegen konnte er das auch nicht auf dich transportieren, ja, und somit warst du dann mit einem selbstgefangenen Menschen zusammen oder du warst selbst befangen. Ich denke schon, dass beide das können in so einem Trott, dass man sich selbst verliert. Aber du hast irgendeinen Traum. Denk mal nach, liebe Jungfrau. Du wirst irgendeinen Traum haben. Es kam ja hier angezeigt mit der Karte 22, ein Traum wird wahr. Und danach dann wirklich sofort der Narr, der ja diese Wege aufzeigt, dass du neue Wege gehst, ja? Weil du wirklich diesen inneren Kampf, den möchtest du fast selbst loswerden mit dir. Oder den man auch sehr bei dir sehr als störrisch empfunden hat. Dabei war es nur dieses Mann weg da. Ich will jetzt mein eigenes Ding. Ich habe lange genug gekämpft. Aber du hast es immer schön auch zeigen können, dass es so nicht mehr geht. Ja? Vielleicht manchmal zu schnell, weil du wusstest selber im Inneren, es gibt dafür keine Kehrtwende, so wie sich dein Gegenüber benimmt. Also hast du auch nicht mehr davor gescheut, diese Stäbe wirklich in Wut umzusetzen. Nur das ist so dein Wegweiser, dein Ratgeber, Ritter der Kelche, dass du es wirklich wieder anfängst. Auf deiner neuen Reise fängt es wirklich wieder an, dass du mal so ein bisschen auch im Hinterstübchen vergisst, so eine Art, dass du andere verletzen könntest. Mach mal jetzt diese Narrenreise für dich, um zu erfahren, wer passt zu dir? Lohnt es sich, den Menschen, den du hier in der Legung hinterher trauerst, wirklich hinterher zu trauern? Was haben sie dir gebracht? Was bringen sie dir in Zukunft? All sowas, ja? Das ist so Ritter der Kelche, dieses ich mache jetzt mein Ding. Ohne Rücksicht auf Verluste, aber ich meine das natürlich klein gehalten. Du sollst natürlich keine Menschen verletzen, aber du musst jetzt mal so dieses Selbstbefangene einfach raus, weg damit. Also du hast auch ein Recht, dich auszuprobieren und auch einfach mal das, was dir Spaß macht, was dir Lust macht, ohne andere zu verletzen. Auf diesem Weg befindest du dich jetzt gerade und das ist notwendig für dich, ja? Das ist wichtig für die Zeit. Ich lege mal für dich auch eine, die Karten habe ich heute neu geholt. Die habe ich hier schon durchgeräuchert. Falls hier Qualm zu sehen war, da liegen meine Weihrauchklumpen, wollte ich sagen, Bröckelchen drauf. Und das ist das Kartendeck von, ich habe doch eben nur die Packung. Ach, Caroline Dice. Ich nehme mal lieber die Packung hoch, bevor ich irgendwas sage. Das Geheimnis
deines Schicksals. Da bekommst du von mir eine Karte und wenn sie jetzt nicht rausspringt, dann nehme ich diese für Geist. Die Sehnsucht nach Freunden ist so alt wie die Menschheit. Schon der griechische Philosoph Epikur erkannte, von allen Geschenken, die uns das Schicksal gewährt, gibt es kein größeres Gut als die Freundschaft. Also raus in die Welt, ja? Gemeinsames Feiern, Lachen und auch Wein gehören zu einer guten Freundschaft. Hast du gute Freunde, gewinnst du einen anderen Blick auf das Leben und empfindest Probleme als weniger bedrohlich. Ihr geht gemeinsam durch dick und dünn und helft euch in schwierigsten Situationen. Freunde inspirieren dich, unterstützen dich, teilen Erfahrungen, stehen dir zur Seite. Oder sie machen einfach nur glücklich. Rede immer gut von deinen Freunden, auch wenn ihr bereits getrennte Wege geht. Ihr habt euch viele Geheimnisse anvertraut. Wenn du deinen Freund verrätst, verrätst du auch deine Seele. Und genau das passt, ob Freundschaft oder Partner oder familiär. Das sage ich ja auch immer. Nicht reinschalten, um was Schlechtes dem anderen zu wünschen oder hören zu wollen. Ja, ist ja völlig absurd. Sondern du verrätst wirklich deine eigene Seele und das möchtest du ja loswerden. Also bitte wirklich auf dem Weg des neuen Narren. Naja, der Narr ist für dich neu, ja. Bitte so bleiben, dass du siehst ja, was hier reinkommt bei deiner anderen Person. Es wird einen Neuanfang geben und so schwer oder viel beschäftigt, wie die Person ist, kann man ihr momentan auch nicht helfen, weil einfach auch keine Leichtigkeit da ist, um sacken zu lassen. Der ist hier noch mittendrin im Hochkurs oder sie, wirklich sich sehr viel abzulenken, sagen wir es mal so, ja. Und für dich ist es einfach Freundschaften Quelle deiner Lebenskraft. Also wirklich, egal ob es sich um Freundschaften handelt oder Familien, Leute, die du gerne hast, die du kennst, soziale Kontakte, ist wirklich wichtig, damit du, vielleicht gehört das auch wirklich zu der neuen Narrenreise dazu. Und das meinte ich von jedem so ein bisschen kosten. Für dich ist das wichtig. Diese neue Menschen kennenlernen. Neue Charaktere, ohne dass du dir ein schlechtes Gewissen einreden musst, dass du keine Zeit hast oder dass du irgendwie in Rechenschaft stehst, das und das nicht tun zu dürfen oder machen zu dürfen, weil es einer Moral des anderen nicht entsprochen hat. Und. Wir kennen ja so eine Sache, ne? So eine Pappenheimer, die es dann probieren. Liebe Jungfrau, alles Gute dir. Bis hoffentlich, würde mich freuen zur nächsten Duallegung, dann mit der 30-minütigen Sanduhr, die ich heute auch bei Thalia gekauft habe, die ich für die Zwecke nehmen wollte. Ich habe die gesehen und dachte mir so, oh, welche Farbe. Ich war so verliebt und habe die ganze Zeit nach dem Nutzen gesucht. Brauche keine Eieruhr, 30 Minuten. 5 Minuten Zeitangabe waren mir auch zu wenig, weil da hätte ich eine Tageskarte ziehen können. So, die Zeit ist vorbei. Und die 30 Minuten Sanduhr möchte ich gerne nehmen, um wirklich zu sagen, okay, diese Zeit jetzt lief oder eben nicht, sagt mir für dein Leben, stopp, mehr Informationen müssen jetzt nicht raus, ja? Also finde ich ganz toll und man hat so den Überblick, dass es nicht extrem lange wird, ja? Ihr lieben Jungfrauen, danke fürs Zugucken, viel Spaß, viel Glück auf eurem neuen Weg und ja, bis bald.